Und ich begrüße in Brüssel unseren Korrespondenten Marlon Amoyal. Herr Amoyal, Sie verfolgen ja heute diesen Tag in Brüssel, auch heute Nachmittag dann die Rede der Bundeskanzlerin. Wird die richtig mit Spannung erwartet? Wird es da Überraschungen geben? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, das kann man so sagen, Herr Rasem. Denn das große Thema, was ja hier heute die Kanzlerin vor allen Dingen fokussieren wird, ist, dass man vor allen Dingen über die Erwartungen spricht, die an die deutsche EU-Ratspräsidentschaft gerichtet wird. Und da hat der Beitrag ja eben gerade schon gezeigt, da gibt es eine ganze Menge an Themen, die hier auf der Agenda stehen. Und über diese Themen möchte ich jetzt ein bisschen genauer reden, und zwar mit dem Staatsminister für Europa, Michael Roth. Herr Roth, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen und heute hier zu uns kommen zum Phoenix-Interview. Wir haben es gerade im Einspieler gesehen, heute spricht die Kanzlerin auf ihrer ersten Auslandsreise während der Corona-Zeit hier vor dem Europäischen Parlament. Wird es auch ein Stück weit so um das Erwartungsmanagement gehen? Weil es sind ja schon eine ganze Menge an Herausforderungen, die dort vor den Deutschen stehen, oder? Ich freue mich darüber, dass uns unsere Partner in der Europäischen Union so viel zutrauen und dass sie uns offenkundig auch vertrauen, dass wir gemeinsam und solidarisch aus dieser schweren Krise kommen, für die es ja keine Blaupause gibt, keinen Masterplan gibt. Also ich sehe das eher als eine große Motivationsspritze, dass wir uns auch wirklich bestmöglich anstrengen werden. Und ich kann allen zusichern, unser Team ist motiviert bis runter in die Zehennägel. Das läuft wirklich gut, aber Europa war, ist und bleibt Teamspiel. Das heißt, wir können nur dann erfolgreich sein, wenn wir auch von den anderen unterstützt werden. Sie sind seit 2013 mit Europa vor allen Dingen beschäftigt. Sie haben es gerade selber gesagt, also viel Engagement, was Sie auch mitbringen. Aber die Themen, die sind natürlich auch, die haben es in sich. Beispielsweise den Recovery Fund, den Wiederaufbaufonds, den es ja unter anderem geben wird. 750 Milliarden Euro, die hier zur Verfügung gestellt werden müssen. Und viel Überzeugungsarbeit, weil es auch einige gibt, die sagen, naja, zum Beispiel mit diesen 500 Milliarden, die verteilt werden sollen an Zuschüssen, beispielsweise bei den sogenannten sparsamen Vier, also vier Ländern, die dagegen sind, da ist ja noch eine ganze Menge an Bretter zu bohren, oder? Das ist eine einzigartige Krisensituation, die wir derzeit erleben, und zwar gemeinsam. Und deswegen brauchen wir auch gemeinsame Antworten auf die Krise. Wir haben mit dem deutsch-französischen Vorschlag der Politik der kleinen Trippelschritte eine klare Absage erteilt. Was wir jetzt brauchen, ist Mut, Ambition, und wir müssen auch kreativ sein. Das heißt, wir gehen durchaus auch Wege, die es bislang so in der Europäischen Union zum Beispiel nicht gegeben hat. Naja, zum allerersten Mal wird die Europäische Union in diesem begründeten Ausnahmefall Kredite aufnehmen können. Das hat es so noch nicht gegeben. Aber wir kommen nicht alleine mit Krediten weiter, sondern wir müssen natürlich auch konkrete Zuschüsse leisten. Und wir wollen das verbinden mit den großen Fragen der Zeit. Wie kann die Europäische Union noch mehr tun für den Klimaschutz? Wie können wir den sozialen Zusammenhalt stärken? Wie kann die Europäische Union auch wieder deutlich machen, dass sie nicht nur ein Binnenmarkt, sondern vor allem eine Werte- und eine Rechtsgemeinschaft ist? Und wie können wir in den großen Fragen wie Digitalisierung oder auch Migration zu einer noch engeren Zusammenarbeit kommen? Und dann geht es natürlich auch darum, schaffen wir es endlich in den großen außensicherheitspolitischen Fragen in einer Welt voller Krisen, Kriege und Konflikte mit einer Stimme zu sprechen. Darüber wird die Kanzlerin sicher heute hier eine ganze Menge zu sagen haben. Es geht aber letztendlich bei all den Projekten, die Sie auch gerade vorgestellt haben, vor allen Dingen um das Geld. Und da ist das Stichwort nicht nur der Recovery Fonds ein Thema, sondern auch der mittelfristige Finanzrahmen der Europäischen Union. 1,1 Billionen Euro geht es da. Auch ein Thema nächste Woche beim Gipfel am 17. Juli. Wo sind da, sage ich mal, noch die Spielräume? Und vor allen Dingen, wo sagen Sie, muss noch sehr viel passieren, damit man da vorwärts geht in diesen wichtigen Fragen? Also das zeichnet ja Europa aus, dass man nicht von Anfang an einer Meinung ist, sondern dass man sich auch erstmal streitet. Aber es geht nicht nur ums schnöde Geld. Wir sind ja keine Geldverteilungsmaschinerie, sondern wir sind eine Gemeinschaft, die Politik gestalten möchte, die Globalisierung gestalten möchte und die eine solche schwerwiegende Krise lindern möchte. Das heißt, wir streiten uns jetzt darüber, ob wir wirklich diesen Aufbau der Europäischen Union, diesen Wiederaufbau auch als Aufbruch in die Zukunft verstehen. Also ob wir Arbeitsplätze sichern, ob wir unsere Wirtschaft so umbauen, dass sie mit den Klimaschutzzielen in Übereinstimmung zu bringen ist, dass wir auch neue Instrumente auf der EU-Ebene einführen, die den sozialen Zusammenhalt stärkt, und dass wir am Ende auch immer garantieren, Rechtsstaatlichkeit ist kein nice to have, sondern Rechtsstaatlichkeit, das ist das Fundament unserer Zusammenarbeit im vereinten Europa. Ihre Partei hat ja da schon längere Zeit, gerade wenn es um
um diese finanziellen Mittel dafür, für diese Programme geht schon länger, diese Forderung aufgestellt. Freut Sie, dass da jetzt die Bundeskanzlerin ein Stück weit auch auf die Linie der SPD kommt? Und verbindet sich das, was Sie heute hier sagen wird, nicht auch ein Stück weit mit der Frage, was für ein Vermächtnis von Ihrer, nicht nur Ratspräsidentschaft, jetzt ist ja Ihre zweite, sondern auch von ihr als Europäerin in den Geschichtsbüchern stehen wird? Ich glaube, die Kanzlerin ist zu uneitel. Es geht ja sicherlich nicht um ihr Vermächtnis. Aber ich freue mich natürlich als Sozialdemokrat, dass ich in unserem Präsidentschaftsprogramm die sozialdemokratische Handschrift auch der Kolleginnen und Kollegen im Kabinett stark widerspiegelt. Aber am Ende geht es jetzt nicht um eine einseitige Profilierung, sondern wir müssen den Laden ja insgesamt wieder flott bekommen. Und jetzt ist Solidarität gefragt und gemeinsames Unterhaken und Teamgeist. Darum geht es im Kern. Und da ist jeder willkommen, der sich aktiv einbringen möchte. Und wenn es dann auch noch die richtigen Themen sind und wenn sie dann auch noch progressiv eingefärbt sind, ist das ein großer Anlass zur Freude. Das heißt auch ein Stück weit, ich höre schon ein bisschen raus den ganzen, die Aufbruchstimmung, die Sie hier natürlich versprühen. Ist es vielleicht auch eine Chance, gerade wenn man jetzt auf den Anfang der Corona-Pandemie schaut, da hat man den Eindruck gehabt, die europäischen Partner, die sind sich uneins. Nationale Programme standen mehr im Fokus als das gemeinsam Zusammenarbeiten. Stichwort zum Beispiel Verteilung von Schutzkleidung oder eben auch Sicherheitsmasken. Ist es eine Chance und gleichzeitig auch, sag ich mal, auch die große Erwartung, die sich verbindet mit Deutschland, dass das wirklich ein Aufbruch wird und nicht dazu führt, dass man sagt, okay, die Europäer, die haben wieder sich auf einen Mittelweg irgendwie verständigt? Am Anfang hat es schon ganz schön gerumpelt. Ich will niemanden entschuldigen, aber die EU hat in den Gesundheitsfragen keine zentrale Kompetenz. Jeder war erstmal auf sich selber zurückgeworfen, aber wir haben noch gerade rechtzeitig die Kurve bekommen. Und inzwischen ist klar, wir müssen uns gegenseitig helfen. Wir haben Patientinnen und Patienten aufgenommen. Wir helfen uns bei dem technischen Equipment, bei der medizinischen Versorgung. Wir müssen uns auch weniger abhängig machen von anderen globalen Akteuren. Wenn ich mir die Medikamentenproduktion beispielsweise anschaue, die teilweise dann nur noch in China oder auch in Indien liegt, darum geht es im Kern. Aber natürlich ist jetzt auch wichtig zu fragen, wo müssen wir denn die Europäische Union eigentlich stärken? Und wir müssen immer daran denken, um uns herum sind viele, die eher vom Nationalismus und Populismus überzeugt sind. Die wollen Abschottung, die wollen Kleinstaaterei. Und jetzt müssen wir beweisen, dass europäisches Teamspiel allemal besser ist als der Rückzug ins Nationale. Und vielleicht können wir damit auch neues Vertrauen wecken gegenüber dem vereinten Europa, gegenüber denjenigen, die überzeugte Europäerinnen und Europäer sind. Sagt Herr Roth hier zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Ich sage herzlichen Dank für diese Einordnung und wünsche Ihnen erstmal noch einen schönen Tag. Ja, denn der geht hier definitiv weiter. Man erwartet ja hier gegen 13 Uhr die Ankunft der Kanzlerin. Dann etwa um 14 Uhr wird sie hier im Europäischen Parlament erwartet. Und dann spricht sie vor den EU-Parlamentariern. Wir beobachten das natürlich und geben jetzt erstmal zurück ins Studio nach Bonn zu meinem Kollegen Herrn Rasim.